frei, jetzt reicht es. Nadine hat gesagt, okay, jetzt war's, jetzt reicht's für uns. Hände weg von den Seilen an der Matte. Gesagt habe ich ihm und Nadine ist daraufhin nochmal zu ihr hingegangen mit dem gleichen Ergebnis, dass ich es alleine machen wollte. Und, ja. Siegermatte 3. Was wir allerdings trotzdem nochmal nachgucken sollten. Tauno Danilov als Karteifen. Ob Philipp dir das gesagt hat. Es stehen sich nun gegenüber Oliver Borko, Kano Berlin gegen Yannick Pölke, RJC. Es bereiten sich in der U9-Männlich bis 34 Kilogramm Moritz Eggeblech aus Schlene und Florian Kunze, TSV Spandau vor. War da nicht dabei. Nee, Quack, nein, zurück. Moritz Eggeblech bereitet sich gegen Paul Simon vor. Christoph hat nicht gesagt, Edina hat sich mitbekommen und Nadine hat selber noch. Matte 1 steht jetzt gegenüber Scholz, fällt sich gegen.